So, Hallöchen, ihr seht hier mein Commodore Plus 4. Normalerweise sollte das der C64 sein. Den finde ich aber nicht. Deswegen habe ich den Plus 4 genommen. Damit funktioniert es auch. Und ihr seht hier eine Platine. Und da ist ein Dings, ein SD-Card-Reader drauf. Meine Güte, ich komme nicht mehr auf die Namen. Was ist das Ding jetzt? Das Ding ist ein SD-Kartenleser für den Commodore. C64, 128, den Plus 4, ich glaube den VIC 20. Und ich schließe die Platine mal an. Denn ich habe nämlich hier ein Problem. Ich habe nämlich gedacht, das funktioniert. Es funktioniert nämlich nicht. So, wenn ich jetzt den C64 einschalte. Haben wir kurz die LEDs gesehen. Und ich habe jetzt keine SD-Karte drin. Normalerweise sollte jetzt beim Einschalten die rote LED leuchten, die grüne LED leuchten und dann die grüne LED schnell blinken. Was so viel bedeutet, wie er lädt sich die Firmware in den Programm hier rein. Da ist nämlich ein Bootloader drauf, den ich drauf programmiert habe. Jetzt muss ich mal kurz die SD-Karte suchen. Ich habe nämlich hier gerade drei SD-Karten. Ich habe das Video gerade nochmal gemacht. Oder vier SD-Karten sogar. Hier. Steckt die mal rein. Dann können wir das nämlich nochmal sehen. Ja, wo ist er denn? Aus. Wieder an. So, jetzt müsste er sich die Firmware reinladen. Tut er auch. Tut er jetzt ständig, was er vorher nicht getan hat. Jetzt tut er das. Ich hätte euch das gerne auf dem PC gezeigt, aber ich finde mein USB-Stick mit dem Video-Krimskrams nicht und das andere Ding hier, was ich habe, der hier, der erkennt das Signal nicht. Warum auch immer. Darum habe ich jetzt erstmal den kleinen. So. Auf der SD-Karte ist jetzt die Firmware drauf und da ist ein Image drauf. Und das kann ich mit Load, Anführungsstriche, Dollar, Anführungsstriche, Komma 8, kann ich das laden. So, das hat er auch getan. Da steht jetzt Searching for bla bla bla, Loading ready. Und mit List könnte ich jetzt gucken, was da für ein Image drauf ist. Tut er aber nicht. Ich bin da jetzt im EEPROM, FS, wie auch immer. Er hat kein Image geladen. Denn dafür ist das Ding. Um ein Disketten-Image direkt von SD-Karte zu laden. Dafür ist das Ding. Das funktioniert noch leider nicht. Ich bin jetzt im EEPROM drin. Wenn ich den jetzt auslese mit dem SPI-Reader, über den USB-Stick, den ich dafür habe. Weil das ist hier SPI, Clock, MOSI, MISO und so weiter. Reset und so weiter. Ist im EEPROM nichts drinne. Gar nichts. Ich weiß nicht, wie das direkt funktionieren soll. Die Software dafür, da gibt es eine Seite. Dieses ganze Projekt, da gibt es eine Seite für. Ich werde sie unter dem Video verlinken. Normalerweise, wo ich habe das nachgebaut, wo das beschrieben ist mit dem Atmega 644P. Das ist der kleine Bruder von dem großen 1284P. Ist aber PIN-kompatibel und alles Mögliche. Hat bloß der hat hier mehr Speicher und alles. Die Software dafür gibt es dort auch auf der Seite. Beziehungsweise die Firmware zum Brennen und die Software, den Bootloader, gibt es da alles. Ist auch für den 1284P, da sind auch für verschiedene Versionen dieser Platine die Software. Gibt es da auch. Und ich habe alles durchprobiert, es funktioniert keine. Absolut keine. Ich habe mit den Fuses rumgespielt, funktioniert auch nicht. Und zwar mit dem externen, internen Quarz,
und EEPROM, bla bla bla. Ich habe da alles ausprobiert, bis auf die Logbits, also erst nicht gesperrt. Das ist halt eben ein SD2IEC, so nennt sich das Ding direkt. SD-Karte zum Serial vom C64 plus 4 C16 und hast du nicht gesehen. Haut hier nicht hin. Warum auch immer. Die Platine schon, das haut schon hin. Bloß die Software, die haut anscheinend nicht hin. Oder es funktioniert nicht mit der Konfiguration, wie ich das hier aufgebaut habe, aber eigentlich schon. Weil ein SPI hat der Chip eigentlich direkt überall gleich. Da war noch beschrieben mit verschiedenen SD-Karten probieren. Ja, habe ich hier auch. Ich habe hier noch drei verschiedene. Einmal ScanDisk, einmal Intenso, einmal weiß ich nicht. Und das jetzt, die ich jetzt da drin habe, das sind zwei 4 GB und eine 16 GB. Und hier habe ich eine 128 MB drin. Auch mit dem Format. FAT12, FAT16, FAT32, auch alles ausprobiert. Geht auch nicht. Es ist schade. Ich versuche mal den Ersteller von dem hier mal zu fragen. Ich weiß nicht, ob der das auf Englisch kann oder nicht. Oder Deutsch, wie auch immer. Ob der da noch irgendwie eine Lösung für hat. Keine Ahnung. Ich habe aber noch ein anderes Projekt hierfür, dass das auch kann. Disk Images direkt lesen. Das wird aber ein bisschen aufwendiger, weil das hat 5 Tasten. Normalerweise könnte ich da noch ein OLED-Display anschließen. Das habe ich aber noch nicht. Brauche ich aber nicht zwingend. Ist ein bisschen komplizierter. Ich brauche einen Level-Shifter, 3,3 Volt zu 5 Volt und 5 Volt zu 3,3. Die habe ich glücklicherweise auch hier. Jetzt wisst ihr schon, was ich wahrscheinlich vorhab. Komme ich aber dann ja im nächsten Video zu. Ich zeige euch jetzt noch im Anschluss ein Video, das habe ich zuerst gedreht, und zwar, wo ich diese Platine gelötet habe. Und mal im Hinterkopf behalten, da ging ich davon aus, dass das hier alles funktionierte. Ja. Dann danke fürs Zugucken. Dann sehen wir uns in dem anderen Video wieder, wo ich das mit dem anderen Teil probiere. Weil die normalen Diskettenlaufwerke, die verschleißen, naja, verschleißen nicht. Doch, verschleißen schon, aber die Disketten, die werden ja auch nicht jünger. Die werden nicht mehr hergestellt. Und sie gehen kaputt mit der Zeit. Die Floppies, die großen. Man kann zwar immer noch gebrauchte kaufen, aber neue gibt es nicht mehr. Und da ist es schon einfacher, wenn ich die Images direkt lesen kann. Aber das muss dann auch hinhauen. Nur das hier haut jetzt nicht hin. Gut, aber jetzt guckt euch das andere Video an. Und dann sehen wir uns in dem anderen Video halt wieder. Okay, bis dann. Tschüssi. So, Hallöchen. Ich habe schon mal was vorbereitet. Ja, es ist jetzt ein Sockel hier auf der Platine. Den habe ich schon mal reingepackt. Wegen Pin 1. Da war noch nichts gelötet. So sieht das von hinten aus. Das werde ich jetzt fertig löten. Und dazu brauche ich auch noch die zwei. Eigentlich noch zwei LEDs. Zwei Taster. Ich habe genug. Sind 100 Stück. Ich habe sie nicht nachgezählt. Sollten 100 sein, ist auch egal. 3 Euro, schieß mich tot, haben die gekostet. Warum nicht gleich ein 100er packen, ne? Und da wollen noch andere Sachen dazu, aber ihr habt ja eh schon gesehen, was es ist. Dass es auch funktioniert. Und jetzt will ich nur zeigen, dass ich es eben löte. Das soll jetzt hier einfach nur zum zeigen, dass ich löte. Hier sind ist abgekratzt, weil beim Ätzen hat das nicht hingehauen, dass hier eine Ecke mit dem Kupfer weggeätzt wurde. Ich weiß nicht warum, und hier an der Ecke auch. Alles andere ist schön weggegangen, bis auf ein paar kleine Stellen, aber da nicht. Ich glaube, wenn ich sowas wegätze, dann muss ich mal gucken,
dass ich da noch mal mit Topfschwamm oder irgendwas drüber gehe. Ja, das waren die Nachbarn. Gut, aber ich werde das jetzt erstmal zurechtlöten. Da ich dieses Video hier als allererstes mache, weiß ich noch nicht, ob es wirklich hinhaut. Ich gehe mal davon aus, dass es auch hinhaut und wie es im Nachhinein noch aussieht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt so wird, wie es auch in den ersten Teilen gezeigt habe, auch wenn dieses Video eigentlich als erstes passiert. Weil ich muss das Ding ja erstmal fertig kriegen, bevor ich das andere machen kann. So, dann könnt ihr mir hier beim Löten ein bisschen zugucken. Versucht das so zu machen, dass ihr da auch was sehen könnt. Und das mache ich jetzt als Zeitraffer. So, das hatte ich. Muss man mal gucken. Das müssten die 20 Pico sein. Hier geht bei dem IC, eigentlich wollte ich hier ein SMD IC haben, aber das wurde mir ja nicht geliefert, das wurde mir ja im DIP geliefert. Geht für den Quarz, der da gleich noch heraufkommt, zwischen, was waren das, 10, nee, zwischen 12 und 22 Picofarad. 22 habe ich nicht, ich habe nur 27, aber ich habe 20 Picofarad. Der eine Pin hier, das müsste, sollte eigentlich der Reset sein. Ist das jetzt hier richtig? Wo ist der Schaltplan? Ja, Pin 9. Pin 9 ist der Reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Pin 9 ist der Reset. Da kommen die zwei rein. Normalerweise nicht so einen großen Blödbatzen da, aber naja, gut. Macht nichts, ist nicht so schlimm. So. Und jetzt kommt da noch ein Quarz rein. Und der Quarz, den habe ich schon bestellt. Der kommt in SMD. 8 MHz. Wie kriege ich das jetzt hin, SMD 8 MHz Quarz da reinzukriegen? Das will ich euch zeigen. Ich habe den eigentlich schon soweit fertig. Ich mache es nochmal. Ich habe genug davon. So viele werde ich nicht brauchen. Das waren jetzt 50 Stück, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 25 Stück? Nee. Wie viel hätte ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Stück. Ja, wie kriege ich jetzt diesen Quarz auf
diese Platine. Ich könnte ihn jetzt hier so drauflöten. Hätte ich mir die Pads machen können. Will ich aber nicht. Hab nämlich was ausprobiert. Kleiner Tipp, wenn ihr sowas habt und das sollte funktionieren. Biegt die Beinchen hoch. Denn die SMD-Variante hiervon sieht genau so aus. Dieses Plastikteil nehme ich natürlich runter. Und dann habe ich hier ein paar Beinchen, die sind ein bisschen länger. Ist auch isoliert. Und ich kann den Quarz da reinstecken. So, 8 MHz Quarz in die Platine. Und kann ihn anlöten. Das mal so als kleiner Tipp am Rande. Falls man dann mal kein THT-Quarz hat und nur ein SMD, das möglich ist, die Beinchen rauszubiegen. So. Jetzt gehört da noch ein 100 Nano rein. Den hatte ich jetzt hier auch schon auf dem Tisch. Ja, ist nicht ganz der 100 Nano, den ich haben wollte. 104, 25 Volt, das passt aber, es sind ja nur 5 Volt. Ist nicht ganz der, den ich haben wollte. Ist jetzt aber ein anderer. Kriege ich den noch einen Ticken dichter. Ja, so. Ja, ein bisschen Abstand muss ich haben. Kann ich den auch anlöten. So. So, ist der auch angelötet. So. Nee, kein Kurzschluss, gut. Zwei Taster. Die sollen. Machen die so rum. Ja. Die kommen so rum rein. Sollten so rum da rein. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ist richtig so. Gut. Dann müssen die da jetzt nur noch rein. So. Ja. Und der. Der ist auch richtig. Gut. Warum das da? Immer so ein großes Ding wird, sollte eigentlich nicht werden. Beim einen geht's, beim anderen geht's nicht. Ich hoffe, man konnte sehen. Achso, da sind ja noch zwei. So.
So sieht das schon mal gut aus. Jetzt fehlen nur noch die zwei LEDs und eine kleine Lötbrücke. So, die Lötbrücke. Dann nehme ich das. Ja. Sonst hätte ich sie zweiseitig machen müssen. So, ich mache das mal kurz auf der Rückseite. Das hätte ich als erstes machen müssen. Aber ich bin ja faul und mach das nicht. So. Zweiseitig wollte ich sie nicht machen, da hätte ich auch zwei Dings hier reinstecken müssen und oben und unten anlöten. Da ich hier einen Sockel habe, kann ich hier auch ein Draht so da rein würgen. Da so ist nicht schön, aber naja, gut, ist egal. Das ist, um die zwei Masseflächen zu verbinden. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was das hier ist. Das sind zwei Lötjumper. Und hier kommen eigentlich SMD-Widerstände rein, die ich auch nicht hier habe. Aber da versuche ich mal was zu finden, was da irgendwie funktioniert. Irgendwas werde ich schon hinkriegen. Und LEDs muss ich mal schauen. Also bis jetzt weiß ich noch nicht, was ich für LEDs nehme. Ich habe einen ganzen Haufen LEDs irgendwo. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß auch noch nicht, welche Länge ich brauche, wie lang, weil jetzt hier noch ein Dings drauf kommt. Ich weiß nicht, ob da ein Passen dabei ist. Ich war eigentlich für was anderes gedacht, ja. Oder ich löte es direkt. Weil ihr habt es schon gesehen. Ich mache es ja jetzt hier gerade. Dieser SD-Adapter. Den habe ich fertig gekauft. Der kommt hier noch mit drauf. Und zwar, das ist Ground. Und zwar kommt der so da drauf. Den muss ich noch die Pins ablöten. Darum habe ich auch die Entlötdings fertig gemacht. Weil der kommt nämlich hier oben so drauf. Aber eigentlich sollte er da hinten. Das war im Programm, war das aber anders auszusehen. Ich könnte ihn jetzt auch so. Das will ich gar nicht. Der soll eigentlich da. Und das IC soll da auch noch drauf. Der Atmega 1284P. Wie gesagt, den wollte ich in SMD haben. Eigentlich. Soll dann so. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das im Final fertig hatte. Ich muss ja jetzt selber erstmal gucken, weil ich das Video als erstes mache. Ein Projekt eh auf Eis ist. Es hat sich eh verabschiedet.
aber ich die Teile trotzdem habe, kann ich hier schön was benutzen. So, kriege ich jetzt zwei Dinge da sauber weggeschnitten. Machen wir das mal so. Oh, weggeschnitten. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe einen 07er Bohrer genommen, weil mein 08er ist kaputt. Ich glaube, ich muss noch mal mit dem 09er durch. Ja. Muss noch mal mit dem 09er durch. Geht nicht anders, aber das ist gut, dass der da auch abgebrochen ist. Kann ich den nämlich da anlöten. Das ist gut. Den Reset brauche ich nur für Programmieren. Jetzt muss ich mal gucken. Bohrer. Bohrer. Und wo ist das Mini-Bohrfutter, was ich hier noch habe? Ich das mal schnell per Hand. Und jetzt habe ich mir den abgebrochen. Oh, ich krieg die Krise. Fuck. Kriege ich den jetzt raus? Ja. Habe ich mir die Spitze abgebrochen. Auf der Amazon-Wunschliste ist nochmal dieses Dings, dieses Bohrerpaket verlinkt. Wenn mir das eine noch sponsoren möchte, kann er es gerne tun. Der Schaft hier hinten, der. Genau die Größe brauche ich für die Bohrer. Ich habe ja noch die anderen. Die sind so. Und ihr seht schon, die sind alle unterschiedlich dick. Müssen sie ja auch. Ich habe hier zwar noch 08er, aber den kriege ich weniger im Dremel eingespannt, den 08er. Noch den 1,2er. Und hierfür habe ich die Klemmbacken für den Dremel oder Multischleifer in Anführungsstrichen. Darum diese Box hier, die habe ich bei. Au, der ging tief rein. Aua. Die habe ich bei Amazon verlinkt. Aua, der ging tief rein, der Bohrer. Das war der 0,3 mm. Eieieiei. So, aber egal. Jetzt machen wir jetzt mal weiter. Die Grubbelkante ist Masse. Das ist gut. Die andere Seite ist. Plus 5 Volt, ja. Plus 5 Volt, Masse. Und dann 1, 2, 3, 4 Leitungen. 4 Leitungen? Passt das? Ja, doch. Ground, VCC, MISO, MOSI, Clock. Und select. Ja. Ich bin ja nicht so, wenn es irgendwo was piekt, aber das war eben ganz schön heftig. Der ging fast in der gesamten Länge in den Daumen rein hier. Da in den Daumen rein. Ah. Ah, schon aufgehört zu bluten.
So, das noch. Und da kommt dann das Modul drauf dran. Kann ich ja erstmal so lassen. Ich brauche sowieso den MOSI-MISO Clock Select und den Reset hier am Ende. Wo ist er da? Zum Programmieren. Der wird ja noch programmiert. Ach, hier ist noch der Draht drin. Hier noch einen über. Knipsen wir uns den zurecht. Kommt da rein. Ein wenig Zinn. Ist egal, ob der schief steht oder krumm steht, sieht man nachher eh nicht. Aber nochmal schön ist, wenn er gerade steht. Um nachher mit diesen, wo habe ich das hier, solchen Dupo-Kabeln da reinzugehen. So, das passt. Und hier, da kommen jetzt die Kabel ran und da kommen Stecker ran. Ich zeige sie halt nochmal, ihr habt sie sicherlich schon gesehen. Ich habe sie mir halt besorgt. Und zwar jeweils 5-mal. Fünfmal oder 10-mal? So, fünfmal. Buchse Stecker. War billiger als die Stecker einzeln. So, und ich brauche Stecker. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich das gelassen habe. Ich hatte aber ein schönes Flachbandkabel. Das wollte ich dafür benutzen. Von da nach da rein, so ein ja, 20 cm Stück oder was. Gut, ich suche mir das mal kurz raus. Wir sehen uns gleich. So, ich habe das mal off-cam gemacht mit dem Stecker. Eigentlich habe ich zu viele Stecker. Ist egal. Ich habe hier noch ein so ein Dupont-Kabel dran, das ist für 5 Volt. Das muss ich extern woanders holen. Das geht nicht über den Stecker für Serial. Und ja, ich habe schon mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe schon. Eigentlich wollte ich die Stecker auch für den Videoport haben, aber da passen die nicht. War aber eigentlich angegeben auch für Videoport. Na gut, da muss ich für den Videoport nochmal andere Stecker besorgen. Ob ich das schon in der Zwischenzeit getan habe, weiß ich nicht. Muss ich dann mal gucken. So, das wäre jetzt hier der Aufbau der Platine. In Action habt ihr sie ja schon gesehen. Ich werde sie jetzt nur noch programmieren. Die LEDs lasse ich erstmal runter. Ich hoffe, das klappt auch ohne LEDs. Das ist ja nicht so schlimm.
Erstmal muss ich das Programm drauf kriegen und all mögliches und dann probiere ich mir das mal hier aus, ob das hinhaut. Soweit das hinhaut, dann zeige ich es ja im Video. Das habt ihr ja dann hier vorher schon gesehen. Und dann werden wir noch weitere Videos darüber sehen, denke ich mal. Gut, das war jetzt erstmal der Aufbau hiervon. Kabel sind hier hinten so drinne, muss ich noch abschneiden. Habe ich noch nicht getan. So, aber eben so ein Stück Flachbandkabel da so dran. Das reicht völlig aus. Gut, dann.